Hallo YouTube, hallo Messerfreunde. Ich muss euch heute mal was zeigen. Und zwar war ich jetzt ein paar Tage in der Heimat, in meiner Heimatstadt, habe meine Eltern besucht, weil die haben wieder mal ihre Enkeltochter sehen wollen. Kann man ja verstehen. Und als wir losfahren wollten, sag mal, warte mal, ich habe noch was für dich. Sag ich, hä, wie? Ja, ich habe ein Messer gefunden. Sag ich, wie? Ah ja, ein Messer von dir, das liegt schon seit Jahren irgendwo rum. Das habe ich gefunden beim Aufräumen und ja, nimm's halt mit. Ja, und da hat sie mir das Ding in die Hand gedrückt. Wie ihr seht, ein Klappmesser. Das war eins meiner ersten, die ich gemacht habe. Das muss so 2000 gewesen sein, keine Ahnung. Also schon eine Zeit her. Und das wollte ich jetzt einfach mal zeigen. Also aus heutiger Sicht natürlich betrachtet, mein Gott, da sind einige Fehler dran, einige Sachen würde ich heute so nicht mehr machen. Aber das war halt, wie gesagt, eins der ersten. Und ich bin ja jemand, ich mache viel Learning by Doing. Und klar, im Laufe der Jahre hat man einfach dann mehr gewusst, wie man was besser machen kann und so weiter und so fort. Ja, komme ich später noch drauf. Ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera. Fokus, komm. Da, also man sieht hier Griffschalen, beidseitig Carbonfaser. Die Klinge habe ich damals gemacht aus, ich meine, ATS 34. Da sind jetzt ein paar Pickelchen drauf, ein paar Rostpickelchen, also Rost. Es gibt ja eigentlich keinen Stahl, der wirklich rostfrei ist. Man spricht da von Rostträgheit eigentlich. Und ja, also man sollte da auch diese Klingen, die vermeintlich rostfrei sind, pflegen, aber so ein bisschen Öl drauf. Das ist hier noch nicht seit Jahren immer gemacht worden. Lag halt irgendwo rum. Aber egal. Ich finde es trotzdem cool, dass das Ding noch gibt. Man sieht hier, was ich eigentlich ganz gerne immer gemacht habe, komplett offene Bauweise, damit man es halt sauber machen kann. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob man es irgendwie erkennen kann. Naja, so ein bisschen sieht man es. Eine Feder eingefräst, also quasi die eine Griffscholle ausgefräst und die Feder mit den zwei Schrauben hier festgeschraubt. Die hintere Schraube hält gleichzeitig dann auch noch diese Distanzhülse. Und man sieht halt leider, dass die Linerfeder schon ziemlich weit oder momentan ziemlich mittig steht. Sollte eigentlich nicht so sein, aber das ist ein Anfangsfehler. Ich weiß auch mittlerweile, warum das so ist, weil einfach das Verhältnis von Federlänge und vom Winkel von der Verriegelungsfläche nicht ganz übereinstimmt. Will ich heute gleich ein bisschen anders machen, zumal ich dann irgendwann mal auch andere Federn verwendet habe. Aber sei es drum, wie gesagt. Auch der Detent funktioniert zwar ganz gut vom Druck her, aber ich kann die noch ein bisschen weiter drücken. Also sitzt halt genau da, wo er sein sollte. Aber das war halt, wie gesagt, ein Anfängerfehler. Deswegen habe ich das Messer auch nie verkauft. Habe ich selber eine Zeit lang benutzt und dann irgendwann mal halt quasi vergessen, liegen lassen, keine Ahnung. Ja, ansonsten, Klinge steht, kann man vielleicht ein bisschen schlecht sehen, aber mittig. Der Daumenpin ist ziemlich klein, weil ich wollte ihn nicht überstehen lassen über die Griffschale. Man sieht ja hier, dass er wirklich bündig ist. Ein bisschen länger wäre besser gewesen, weil ich dann auch mit dem Daumen besser dran komme. Der ist auch ziemlich spitz, aber das sind wie gesagt alles so Sachen, die man halt im Laufe der Jahre einfach dann lernt, besser zu machen. Das Messer ist ziemlich leicht. Ich habe es noch nicht gewogen. Ist auch ziemlich klein, wie man sieht. Ich glaube, Klingenlänge sind 7 cm. Also für alltägliche Sachen eigentlich vollkommen ausreichend. Heute würde ich einige Sachen ein bisschen anders machen, aber sei es drum, es ist wieder aufgetaucht und ja, ich freue mich eigentlich schon, dass ich es
wieder habe, weil damit habe ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Das hatte ich auf Start vergessen, dass das Messer noch existiert. Und ja, das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Carbon ist, habe ich damals eigentlich relativ häufig, na, häufig nicht, aber öfters mal verwendet. Bei meinen derzeitigen Messersachen hat es eigentlich wenig, wie soll ich sagen, ja, passt wenig dazu. Aber mal gucken, was die Zukunft halt so mit sich bringt, vor allem auch in Hinsicht auf Ed Mahoney, was ich da machen und tun werde oder tun kann. Und vielleicht kommt auch wieder mal ein Messerchen mit Carbonschalen, weil es ist einfach ein schönes Material, was toll ausschaut, was unheimlich leicht stabil ist. Was soll ich euch erzählen? Ich meine, das wisst ihr ja selber. Jo. Ich finde es klasse, dass es halt noch existiert und eigentlich das einzigste Klappmesser ist, was noch in meinem Besitz ist, von denen, die ich gebaut habe, was ja einige waren im Laufe der Jahre. Ja, finde ich einfach toll. Ich werde es auch behalten, ich werde es auch wieder ein bisschen zurecht machen. Vielleicht, ich habe vorhin schon mal überlegt, mache ich eine andere Klinge rein irgendwann mal. Einfach um A, um die Fehler auszumerzen, die drin sind, und B, habe ich halt vorhin mal das Ding ein bisschen befummelt. Man kann da noch ein bisschen mehr Klinge reinmachen, wenn man die Geometrie ein bisschen ändert, die ganze Sache. Schauen wir mal, was ich draus mache. Gucken wir mal. Vielleicht lasse ich es auch einfach so, wie es ist. Wie gesagt, die Klinge halt mal ein bisschen überpolieren, dass halt die, oder was weiß ich. Vielleicht mache ich da auch, probiere ich da auch mal ein paar Sachen aus. Ein Stonewash-Finish oder irgendwas. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch zeigen. Kleine Exkurs in die Vergangenheit. Finde ich echt cool, dass das Ding noch da ist. Erinnerungen werden wach. Ja, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Macht's gut.